Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Ja, es ist schon wirklich lange her, dass ich eine Kaffeepause gemacht habe. Übrigens, das hier ist echt eine meiner Lieblingstassen. Da kann man sehen, ein Haus ist kein echtes Zuhause ohne einen Hund. Ja, wer von euch einen Hund hat, wird genau wissen, was ich damit meine. Wenn ihr dieses Video seht, habt ihr vielleicht schon mein eine Woche am Arm Jean-Marcel gesehen, wo meine Kaffeemaschine kaputt gegangen ist. Das war die dritte Nespresso-Maschine in einem Jahr, die den Bach runtergegangen ist. Und dann habe ich es aufgegeben. Wir haben dann eine Zeit lang mit der Hand aufgeschüttet. Ach, ich hatte die Schnauze einfach voll. Und wir haben jetzt eine relativ günstige Senseo-Maschine, die für meine Frau Kakao machen kann, wo man auch eine Maschine, eine Kanne durchlaufen lassen kann mit normalem Filter. Ja, ist schon ganz okay. Insofern, ich habe wieder Kaffee, das ist die wirklich gute Nachricht. Ja, die Kaffeepause heute, die möchte ich nutzen, um ein kleines bisschen Resümee zu ziehen. Ich habe meinen YouTube-Kanal gestartet vor 2,5 Jahren, ungefähr vor 2,5 Jahren, und bin richtig mega beeindruckt, wie ihr darauf reagiert habt. Zum einen die ganzen Tipps, die ich bekommen habe, was ich verbessern kann, wo ich noch nachlegen kann, nicht nur wo und was, sondern auch wie. Ich habe also unglaublich viel Hilfe bekommen, was inhaltliche und technische Art betrifft. Dafür bin ich extrem dankbar und finde das wirklich richtig klasse. Und was mich noch viel mehr wundert und wo ich auch ein kleines bisschen stolz drauf bin, dass ihr bei meinem Kanal geblieben seid und meinem Kanal die Treue gehalten habt, obwohl ich zugegebenermaßen relativ viel rumexperimentiere, was Inhalte, Formate und Arten der Präsentation betrifft. Ich habe ja nicht nur die Uhren, die ich vorstelle, ich habe das Format eine Woche am Arm eingeführt. Ich mache einzelne Interviews, wenn auch selten, aber das mache ich auch. Dann habe ich das Quiz eingeführt. Ich habe den Podcast eingeführt und diverse andere Sachen. Der Star Club, der jetzt vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist, aber ganz, ganz viele Sachen. Und ich weiß selber, dass diese fehlende Konsistenz viele abschreckt. Und trotzdem habe ich Stand heute, wir haben also heute den, muss ich gerade selbst auf die Uhr gucken, den 8. Dezember, wo ich dieses Video hier aufnehme, habe ich fast 2600 Abonnenten. Ich finde das absolut grandios. Damit bin ich zwar immer noch einer der kleinsten Uhren-YouTube-Kanäle, nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt sowieso. Aber trotzdem, wenn ich mir vorstelle, 2600 Leute, denen mein Inhalt es wert war, es zu abonnieren, um informiert zu werden, gigantisch. Ich finde es einfach klasse und bin da echt super dankbar für. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass ich, wenn ihr meinen englischen Kanal auch verfolgt, da den Inhalt etwas zurückgeschraubt habe. Das ist schlicht der Tatsache geschuldet, dass die Videos für mich mittlerweile doch relativ zeitintensiv geworden sind. Zum einen, weil ich versucht habe, sie immer besser zu machen, und besser bedeutet in bestimmten Bereichen auch einfach mehr Aufwand mit Lichtboxen, mit Lichtzelt, mit externem Mikrofon. Ich stelle die Kamera jetzt ein, dass das Licht immer gleich ist und solche Geschichten. Das kostet einfach Zeit. Und zum anderen, weil die Videos auch länger geworden sind. Früher war ein Review bei mir so 5, 6, 7, 8 Minuten. Jetzt liege ich doch teilweise bei 13, 14, 15 Minuten, weil ich mehr zu sagen habe, weil ich mehr zeigen möchte, weil mir Wünsche dazugekommen sind, der Nightshot, die Zeigerstellung und andere Sachen, sodass es insgesamt aufwendiger geworden ist. Und deshalb habe ich meinen Content auf Englisch etwas zurückgeschraubt, möchte ihn aber nicht ganz aufgeben, weil es mir einfach Spaß macht, das auch auf Englisch zu machen. Fürs nächste Jahr plane ich wieder ein neues Experiment. Ihr habt es vielleicht schon gehört, falls noch nicht, sage ich es hier nochmal. Ich würde gerne Reaction-Videos machen. Das heißt nicht, dass ich
mich über irgendein anderes Video, was auf YouTube läuft, lustig machen möchte und da irgendwie den Clown geben möchte. Das ist nicht meine Art. Ich möchte mir Uhren angucken von Uhren, die mich auf irgendeine Art und Weise getriggert haben. Entweder weil sie besonders außergewöhnlich sind oder weil sie besonders selten sind oder weil es eine ganz neue Marke ist. Irgendwas, was mich wirklich triggert, würde ich gerne drauf reagieren. Hab auch schon mit einigen der bekannten deutschen YouTuber Kontakt aufgenommen. Teilweise war die Resonanz positiv, teilweise verhalten und teilweise auch war die Antwort, nee, lieber nicht so gerne, was ich total verstehen kann, weil den Content, den Inhalt zu machen, kostet Zeit, Aufwand und teilweise auch Geld, wenn man hinfahren muss. Und wenn das dann ein anderer verwendet, quasi für lau, um eigenen Content zu machen, kann ich sehr gut verstehen, wenn jemand sagt, er möchte das nicht. Für mich ist das eigentlich kein Problem, darum sage ich auch hier ganz deutlich, wer auf meine Videos reagieren möchte, kann das sehr gerne tun. Und wenn ihr ein Video von mir seht und meint, dass ihr gerne dazu die Meinung eines anderen YouTubers hättet, könnt ihr auch meine Videos anderen vorschlagen, um darauf zu reagieren. Ich habe damit kein Problem. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass auf mein Video verwiesen wird und ich davon erfahre. Das ist alles. Und natürlich fair muss es bleiben, aber da kommen wir dann schon überein. Insofern ist das etwas, was ich gerne ausprobieren möchte nächstes Jahr und bin sehr gespannt, ob es klappt. Ich habe jetzt seit einigen Tagen schon ein bisschen rumprobiert, kriege das aber noch mit meinem Equipment technisch einfach nicht hin. Es fehlt entweder das Bild oder der Ton oder die Auflösung ist total scheiße. Also ich kriege es schlicht und ergreifend noch nicht hin. Aber ich weiß schon sehr genau, was mein erstes Video dieser Art wird. Und zwar wird das eine Reaktion auf eines meiner eigenen Videos. Und zwar das allererste, was ich überhaupt jemals auf meinem Kanal hochgeladen habe. Ich habe es mir gerade nochmal angeguckt und es ist echt, echt komisch, sich das anzugucken. Den Inhalt finde ich nach wie vor wirklich gut, aber das Video an sich ist echt eine Spaßnummer. Und da würde ich gerne nochmal drauf reagieren, um was zu sagen, weil ich auch heute einige Sachen etwas anders sehe von dem, was ich damals gesagt habe. Ja, was plane ich sonst noch für nächstes Jahr? Ich überlege mir eventuell, technisch doch einmal umzusatteln. Ich mache ja jetzt alles noch mit dem iPhone, wie ihr wisst. Das ist, wenn ich unterwegs bin, auch wirklich praktisch, weil ich es in die Hosentasche packen kann. Und das Mikro, ich habe hier nur das Lavalier-Mikrofon, in die andere Hosentasche. Damit bin ich super ausgerüstet und kann überall was machen. Aber es fehlt doch deutlich im Bereich Makros, Großaufnahmen, Nahaufnahmen von Uhren. Und es fehlt auch ein bisschen was im Bereich der Tiefenschärfe. Ihr seht jetzt den Hintergrund doch relativ scharf. Mir wäre es lieber, wenn der ein bisschen verschwommen wäre und ich ein bisschen Tiefenunschärfe reinbekäme. Dafür brauche ich aber einen größeren Sensor. Und das alles liefert das iPhone nicht. Wenn also einer von euch eine Idee hat, was man hier nehmen könnte, wäre ich super dankbar. Meine Eckpunkte in dem Bereich sind, ich möchte gerne eine DSLM-Kamera haben. Ich möchte keine DSLR-Kamera haben, weil DSLM ist wahrscheinlich etwas kleiner und leichter und damit transportabler. Ich möchte einen dreh- und schwenkbaren Bildschirm haben, damit ich sehe, was ich mache und auch wenn ich mich selbst aufnehme, nicht das Bedienelement auf der Rückseite der Kamera ist, wo ich nicht drankomme. Die Kamera soll einen Mikrofoneingang haben, weil mir ist es zu aufwendig, den Ton nachher zuzumischen und das mit zwei Geräten zu machen. Ich möchte das gerne in einer Einheit aufnehmen, das heißt, braucht einen Mikrofoneingang die Kamera und das Ganze nach Möglichkeit nicht über 600, 700 Euro. Idealerweise lässt sich dies Akku in der Kamera direkt laden. Oder aber noch besser, die Kamera lässt sich mit Strom betreiben, wenn ich längere Aufnahmen mache, damit das Akku nicht leer ist. Ansonsten muss ich halt mit Akkus wechseln. Also das sind so meine ganz groben Rahmenbedingungen. Ich würde gerne in 1K und 4K aufnehmen. Und zwar beides mit mindestens 30 Frames per Second. 60 Frames per Second wäre noch besser, dann kann ich ein bisschen Slow-Mo anschließend im Schnitt machen. 24 oder 25 Frames per Second möchte ich nicht
ganz so gerne 30 ist mir lieber. Und alles, was ich bisher gefunden habe, konnte entweder kein 4K oder keine 30 Frames per Second oder war keine DSLM-Kamera oder hatte keinen Mikrofoneingang. Bin da ein bisschen verloren. Insofern, falls ihr da Ahnung habt und einen Tipp, wäre ich da mega dankbar. Ihr würdet mir helfen. Und dann würde ich eventuell im Laufe des nächsten Jahres vom iPhone auf eine richtige Kamera umschwenken, in der Hoffnung, da dann nochmal in der Bildqualität ordentlich nachlegen zu können. Ja, das Jahr geht jetzt zu Ende. Daran merkt ihr, ich möchte dieses Video noch im laufenden Jahr ausstrahlen. Es war ein echt schwieriges Jahr für ganz, ganz viele von uns. Ich für meinen Teil muss sagen, durch die Corona-Krise habe ich nicht sehr gelitten, außer dass meine Waage wesentlich stärker beansprucht wird, als mir lieb ist. Ich bin jetzt ein Dreivierteljahr im Homeoffice, war überhaupt nicht im Büro, habe keine finanziellen Einbußen. Insofern ist das für mich alles okay, aber ich denke an die, die in Kurzarbeit waren, die sich um ihre Kinder kümmern müssen, weil die Schule zu hatte, die vielleicht in Pflegeberufen arbeiten. Alle die haben wirklich meine ständigen Gedanken, weil ich weiß, dass das echt ein knüppelhartes Jahr war, beziehungsweise wesentlich mehr als ein Jahr. Es sind ja ein Dreivierteljahre, fast 2 Jahre. Und die haben wirklich Irrsinniges geleistet. Und an die möchte ich an dieser Stelle auch einmal denken und auch Danke sagen. Wenn einer von euch davon direkt betroffen ist, geht der Dank auch ganz persönlich an euch und ansonsten an jeden, den es betreffen mag. Und falls ihr jemanden kennt, gebt es auch gerne weiter, weil ich habe da echt Hochachtung vor, ziehe meinen virtuellen Hut und möchte auch an dieser Stelle dafür wirklich nochmal Danke sagen. Uhrenmäßig war mein Jahr echt übel. Ich habe also richtig viele Uhren gekauft. Ich habe richtig schöne Uhren gekauft. Ihr habt sie im Laufe des Jahres alle gesehen. Ich habe alle vorgestellt. Ich werde mich bemühen, nächstes Jahr deutlich kürzer zu treten. Denn das kann ich lange nicht durchhalten. Abgesehen davon plane ich auch irgendwann vielleicht beruflich etwas kürzer zu treten. Vielleicht nicht mehr 100%, sondern nur noch 90% zu arbeiten. Dann fehlen da auch ein paar Euro in der Kasse und da spart man natürlich unter Umständen lieber am Hobby als am Urlaub oder an den Brötchen, die dann sonntags auf den Tisch kommen. Ja, das war's für jetzt. Ich wünsche euch eine richtig, richtig schöne Weihnachtszeit, auch wenn das unter den gegebenen Umständen vielleicht etwas schwieriger wird als die vielen, vielen Jahre vorher. Es wird mit Sicherheit besser, es wird anders. Wir werden noch viele Krisen haben wie diese, denn ich glaube nicht, dass das der letzte Virus war, dem wir uns stellen mussten. Aber wir werden uns auf alles einstellen, davon bin ich ganz fest überzeugt. Und wenn wir dann wirklich alleine zu Hause bleiben müssen, dann schauen wir in unsere Uhrensammlung und vielleicht machen wir auch mal irgendwann einen gemeinsamen Livestream, wo wir uns treffen können. Ich habe jetzt meine Livestream-Kapazität so weit aufgerüstet, dass ich 10 Leute gleichzeitig haben kann. Und wenn man dann ein bisschen wechselt, könnte man vielleicht sogar einmal im Monat so etwas Ähnliches wie einen virtuellen Stammtisch einrichten. Das ist also eine andere Idee, die ich fürs nächste Jahr habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, was ihr von den ganzen Ideen haltet. Und ansonsten bleibt bitte gesund, erfreut euch an euren Uhren, guckt positiv ins nächste Jahr und freut euch auf das, was auf meinem Kanal dann noch so kommt. Bis dahin, tschüss, euer Axel.